Mein Name ist Elena Jock und ich bin hier mit einem Teil des Orga-Teams des Materia Medica Pura Projekt zusammen. Und wir würden gerne ein bisschen über das Zellenrepertorium sprechen, was bald rauskommt. Und liebe Christine, ich würde dich gerne fragen, was ist das Besondere an diesem Repertorium und warum würdest du es dir holen? Was ist der Mehrwert? Du bist ja schon eine sehr erfahrene und Homöopathin, die schon ihr Repertorium hat, mit dem sie seit Jahren arbeitet. Schöne Frage, Elena, dank dir. Ja, ich bin die Christine. Ich arbeite tatsächlich schon seit 14 Jahren mit meinem Repertorium. Das ist das Radar Opus. Und ich habe seit 10 Jahren eine Praxis für klassische Homöopathie und habe mich jetzt tatsächlich entschieden, mein Repertorium zu wechseln, da ich gerne das Zen-Repertorium benutzen möchte, das aber leider mit Radar Opus nicht kompatibel ist. Und den großen Mehrwert, den ich darin sehe, sind die vielen zigtausende, hunderttausende Nachträge, die einfach durch gut geprüfte Verfahren ins Repertorium nachgetragen wurden. Und die sind extrem hilfreich, gerade für schwere chronische Fälle. Und die möchte ich natürlich mit dem SEN-Repertorium optimal erarbeiten können. Und da habe ich auch gleich eine Frage an dich, Roland. Du bist ja noch viel, viel erfahrener als wir. Und was ist aus deiner Sicht der Mehrwert von dem SEN-Repertorium? Also es ist ja so, dass man als Homöopath, egal wo man arbeitet auf der Welt, eigentlich nur die Wahl hat zwischen zwei großen Repertorien, wenn man mal die kleinen Spezialrepertorien beiseite lässt. Und das ist auf der einen Seite halt das Synthesis für Radar und das Complete Repertory für verschiedene Programme. Und als Praktiker ist man eigentlich mit beiden nicht wirklich glücklich. Der Nachteil von dem Synthesis ist, dass man das Gefühl hat, in den letzten Jahren ist da nicht viel an klassischer Literatur dazugekommen. Konkret bedeutet das, dass wir vom MEPP sehen und zeigen können, dass mindestens 30%, ich würde eher von 40% ausgehen, der klassischen Informationen, der verlässlichen Quellen im Synthesis fehlen. Und das tut weh. Und beim Complete haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass zwar Roger von Sandford relativ fleißig ist mit Nachträgen, aber er hat in den letzten Jahren die Wertigkeit inflationär nach oben gesetzt, sodass man sehr viele drei- und vierwertige Mitteleinträge hat. Und diese Lücke zwischen den beiden, Synthesis auf der einen Seite zu wenig Information, Complete auf der anderen Seite die Wertigkeit, extrem verzerrt. Diese Lücke füllt halt das Sane Repertory, weil es basiert auf einer älteren Version von Complete, dem Complete 4.5. Und wir haben über die Jahre über 150.000 Nachträge aus klassischen Quellen gemacht. Und das ist eigentlich das Spezielle. Ja, lieber Roland, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze entstanden ist und wie lange oder wie lange daran jetzt schon gearbeitet wird. Also diese ganze Arbeit basiert ja auf dem Materia Medica Pura Projekt im MMPP. Und wir arbeiten seit über 10 Jahren als größere internationale Gruppe mit vielen Kollegen. Wir sind ja jetzt auch nur ein Teil der Organisatoren. Arbeiten wir an den sogenannten Monographien. Das heißt also, dass man also in 1 bis 2 Jahren intensiv an einem Mittel arbeitet und alle verlässlichen Quellen dazu zusammenträgt. Und aufgrund dieser Quellen werden halt dann die Nachträge gemacht. Okay, und wo kommen die genauen Informationen für die Nachträge her? Das sind natürlich alle Arzneimittelprüfungen, die man bekommt. Also man kann dazu sagen, wir haben nicht nur über André Sain, eine der größten digitalen Bibliotheken der ganzen Welt, sondern sind auch vernetzt mit vielen anderen homöopathischen Bibliotheken und haben eine sogenannte Search Group, also eine Suchgruppe von Kollegen, die aktiv im Internet nach den Fällen oder nach den Informationen, die wir brauchen, suchen. Also es sind alle Arzneimittelprüfungen, alle toxikologischen Berichte
alle Fälle, die man zu dem Mittel findet. Und dann haben wir auch eine eigene, mittlerweile sehr gewachsene Gruppe von, sodass wir eigene Arzneimittelprüfungen machen können. Es sind über 100 Kollegen mittlerweile aus der ganzen Welt. Und wir haben die Möglichkeit, interessante Krebsmittel oder wichtige, für uns wichtige Mittel selber prüfen zu können. Also ein riesiger Schatz an verlässlichen Informationen. Das klingt ja alles sehr fundiert. Vielen Dank. Mich würde noch interessieren, mit welchen anderen Repertorisationsprogrammen ist denn jetzt das neue SAN-Repertorium kompatibel? Also außer Radar ist es eigentlich die Programme, die auch bisher das Complete Repertory anbieten. Das ist natürlich das Complete Dynamics von Roger von Sandford selber, aber auch das ehemalige Mac Repertory, das heißt ja jetzt SAS oder Synergy. Auch da ist das SAN Repertory verfügbar in Deutschland, zum Beispiel über das JRAP oder diverse andere kleinere Programme. Also eigentlich außer Radar in meisten gängigen Repertorisationsprogrammen ist es erhältlich. Ja, und dann noch die wichtigste Frage zum Schluss. Wo kann man denn das Repertorium erwerben und wann kommt es denn raus? Also wann kann man zeitlich damit rechnen? Von dem, wie wir das jetzt sozusagen von den Machern in der Endphase hören, wird es jetzt im Februar, März verfügbar sein. Und wir werden auch am 12. April ein großes Webinar machen, zusammen mit der LKH, also mit den österreichischen Ärzten. Das wird ein Webinar sein von André Sehn und Christoph Abermann zusammen. Und sie werden auf dem Webinar, auf dem kostenlosen Webinar, werden sie anhand von konkreten Fällen zeigen, wie wichtig und hilfreich das SANE Repertory ist. Und das Webinar wird auch übersetzt werden. Man kann auch dazu sagen, das SANE Repertory wird auf Englisch im Moment nur verfügbar sein, aber da es ja die Funktion gibt der Übersetzung, also dass man auch Rubriken in den meisten Programmen auf Deutsch, also Deutsch-Englisch sich anzeigen kann, könnte man das auch schon so benutzen. Es ist angedacht, das auch auf Deutsch zu übersetzen, aber im Moment wird es nur auf Englisch verfügbar sein. Anmelden oder genauere Informationen kann man über die jeweiligen Websites. Jetzt am Ende werden wir dann auch kurz einen QR-Code einblenden und die entsprechende Website, wo man dann nochmal genaue Informationen bekommt. Die Kosten werden 225 für das SANE Repertory sein. Und für die über 10.000 Nachträge pro Jahr, die sogenannten Updates, 50 Euro pro Jahr. Vielen Dank. Gerne. Ganz lieben Dank.